Willkommen zurück auf Minibrunnen beim Landwirtschaftssimulator. Es ist jetzt gleich 1 Uhr auf dem Zähler da oben. Und ich fülle mal ganz schnell den Dünger auf. Und wir müssen mit allem fertig sein, wa? So, den stellen wir mal hier hinten in die Ecke. Den brauche ich nämlich nicht mehr. So. Dann gucken wir einfach mal. Beide gedüngt, kein Unkraut, alles top. Wachstumsstufe. Ich würde sagen, es ist jetzt 1 Uhr, ich gehe ins Bett. Gute Nacht. 3 Uhr, 4, 5, 6, 7, 8 Uhr. Ein Bauer, der bis 8 Uhr schlafen kann, ist ein guter Bauer. Dann läuft der Hof. So, guten Morgen. Wir haben immer noch alles in Ordnung. Na gut. Keine besonderen Vorkommnisse. Wir sind bei 795.000 mit dem Mais. So, meinen Schweinen. Oh. Wasser, Stroh brauchen sie. Und meine Hühner. Alles in Ordnung. Da kann ich gleich mal gucken, wie es mit den Eiern aussieht. Sieht gut aus. Alles klar, die haben noch genug Platz. So. Genau. Und jetzt können wir gleich mal gucken. Ich habe hier jetzt einen Sattelschlepper. Das heißt, ich kann auch schwere Sattelauflieger nehmen. Wie zum Beispiel hier. Mal gucken. Was haben wir denn da Schönes? Ein Tieflader. Guckt euch den an. Da können wir die Mähdrescher rumfahren. Dann sind wir schneller, als wenn die von Hand fahren. Und was ist das für einer? Logo weiß, rot, schwarz. Ach so, das ist Aufbau. Na, den brauchen wir nicht. An. Oh, der kann noch ein Zugmaul nehmen. Standard und Zugmaul. Na, das nehmen wir mit. Theoretisch müssen wir uns so weit nehmen, da müsste doch ein Mähdrescher drauf passen, oder? Cool. Die nehme ich mit. Okay, was haben wir noch im Angebot? Die ist zu klein. Ja. Ah, vergiss es. Nein, da kriegen wir keinen Mähdrescher rauf. Da kriegen wir höchstens einen Traktor rauf. Und dann haben wir noch den hier. Wie lädt man da auf? Braucht er nicht irgendwie eine Abladeplattform oder sowas? Also hier hinten diese Rampen. Mist. Ich gehe kein Risiko ein damit. Side Deck, da kriegen wir keinen Mähdrescher rauf. Und dann haben wir noch einen Lowlader. Hier kriegen wir Mähdrescher rauf. Und was für ein. Sehr gut. Das Ding würde ich mitnehmen. 20.000 kostet der. Jetzt gucken wir mal, was der vorne gekostet hat. Das war der Fliegel hier. Dann nehmen wir den. Schwarz, Anhängerkupplung kommt ran. Aufbau brauchen wir nicht. So, Felgenfarbe bleibt. Ach, die lassen wir so. Der kann ruhig in Gelb bleiben. So. Wir haben einen Tieflader. Sehr gut. So, jetzt gucken wir mal.
Wo stellen wir das Ding eigentlich hin? Eigentlich müsste der da hinten in die Ecke. Dazu muss ich aber dort den ganzen Krempel wegfahren. So. Dafür kann ich aber mal gucken. Ah, nächste Wachstumsstufe. Kein Unkraut. Zeitraffer nach oben. Okay. Die Maschinen hier weg. Ich muss einen neuen Platz dafür finden. So, die werfe ich erstmal hier hin. Ha, da drüben ist noch Platz. So, und hier läuft's. Hier läuft's. Gut. Den stellen wir mal wieder hier ab. Und jetzt kommt der große Krass ran. Wo ist er? Wo ist er? Da. Was machst denn du da mit der Tür? Ach, der kann in die Tür einsteigen. Okay. Große Nachfrage bei Supermarkt. Große Nachfrage bei Supermarkt. Da. Kartoffeln. 1400. Ich habe keine Kartoffeln. Scheibenkleister. So. Ja, wir sind hier bei 795 für den Mais. Flieger hier rein. Alles klar. So, ich drehe wieder gegen. Zeitraffer hoch. Dann haben wir keine Probleme. Oh, der ist ja kleiner als ich dachte. Ah, nächste Wachstumsstufe. Wie geht's den Tieren? Ja, passt. So. So, Sonnenblumen. Dann können wir den ja gleich mal ausprobieren. Was brauchen wir drüben? Weizen, Hafer. Alles klar. Ah, wie kriege ich die Mähwerke rüber? Ah, so kriege ich ihn auf und so kriege ich ihn wieder zu. Gut. Wie kriege ich jetzt die Mähwerke rüber? Ah, ich weiß was, ich weiß was. Erstmal schalte ich mal den Zeitraffer ab.
Ich muss jetzt nämlich kurz überlegen. P. P und Transportanhänger Schneidwerke. Wenn ich jetzt einen Schneidwerksanhänger hole, so ein zum Beispiel. Design C450. Ach so, C600. Wie heißen denn meine? Tralalala. Da. Klaas, wie heißt das Schneidwerk? Nein, nicht verkaufen. Ich will wissen, wie es heißt. Ach, egal. Ich kaufe einfach den ganz langen. So. Design. Alte Beleuchtung mit Warndreieck, mit Warnleuchte. Ach, nehmen wir mit Warnleuchte. So. So sieht's gut aus. Ach so. Trelleborg, Doppelachse. Kostet mich 10 Riesen. Ich riskier's. So. Gut. Jetzt brauche ich... Jetzt will ich wissen, ob es klappt. So, jetzt will ich wissen, ob das klappt. So wie ich es mir vorstelle. Oh, der ist länger als gedacht. Der ist länger als gedacht. Das wird nichts. So. Gut. Naja, zur Not nehme ich das Schneidwerk mit dem Unimog mit. Natürlich ist der auf der falschen Seite. Muss ich ihn wenden. So. Da hinten ist was erntereif. Sieht gut aus. Nee, noch nicht. Kein in... Okay. Aufmachen. Und Mähdrescher holen. Okay. Stopp. Ja, wobei, so groß ist der Laufwerksanwagen gar nicht. Das Ding passt gerade so drauf. So. Jetzt fährst du bitte auf den Tieflader rauf. Wuhu! Ernsthaft? Oh, jetzt sag nicht, du bist zu klein.
Nein. Och nee, das kann nicht wahr sein. Ich brauche einen anderen Auflieger. So ein Mist. Okay, letzter. Kann man den irgendwie umstellen? F1. Tieflader zuklappen? Nö. Den kann ich nur hier hoch und runter machen. Aber die kann ich nicht irgendwie auseinanderfahren. Na gut. Mal gucken, ob der andere breiter ist. Erntereif. Erntereif. Und zwar Sonnenblumen und Raps. So. Aber ich kriege den Mähdrescher nicht darüber. Ich probiere noch mal den anderen Auflieger. Wenn der genauso ist, dann ist das eben Lehrgeld. So. Und so. Okay. Also, den verkaufen. Okay. Jetzt P. Tieflader. Ach so, das, Quatsch, das ist ja kein Auflieger. Nein. Wir wollten entweder den haben. Boah, der ist genauso schmal. Der ist genauso schmal. Erweitern Sie den Ladeplan mit der Cover-Animation. Spezialtieflader. Ja, und was kann der? So, ich wollte jetzt den da ganz hinten haben. Lizard Lowlader. Das war der hier. Den wollen wir haben. Blau. Ach so, den... Ah, oh, der hat ja gar keinen Schneidwerkswagen-Anhänger. Ach Mist. Na gut. Dann muss das eben so sein. Oh, die Schatten durch das Gitter. Haha. Oh, der hat eine hintere Achse. Das ist gut. Das ist gut. So. Der sieht jetzt aber breiter aus, wa? Nein. Aha. Ach, das muss ich jetzt von Hand machen.
So viel Platz habe ich gar nicht auf meinem Mauspad. So viel habe ich gar nicht auf meinem Mauspad drauf. So viel Platz. Ah, links und rechts, nicht hoch und runter. So. Jetzt. Bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Oh, der passt besser. Der passt besser. Okay. So. Nummer 1. So. Ah. Ach so, okay. So. Na gut, das geht nicht. Jetzt nehme ich mir einfach einen Unimog. Und sage dem Unimog einfach... So. Alles klar. So funktioniert's. Also. Du fährst jetzt einfach nur nach Fläche 2. Tschüss. So, ich mache den Mähdrescher klar. Oh, warte, warte, warte. Ich mache den Mähdrescher klar für Sonnenblumen. So. Gut. So, das war's. Stopp, 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 stopp. So. Dann, Harvey, hab Spaß. Läuft. Und wir fahren jetzt rüber. Upsa. Falscher. Das ist der richtige. Ural. Ah, mich schon gewundert, warum der Motor aus war. So. Rollt der? Oh. Na gut, dann muss ich vorsichtiger fahren. Vor allem muss ich über die Straße fahren. So, sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen bei der Ernte wieder. Oh, 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 ich komme rum. Okay. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. And see you later.